Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren. Es müsste jetzt so ungefähr 19 Uhr sein, 18:57 Uhr. Um 19 Uhr treffen sich die Geschwister in St. Martini, der Gemeindekonvent, um abzustimmen, um das vor Gott zu bringen, was jetzt in Zukunft mit der Gemeinde in St. Martini sein soll, auch wie der Weg vom Bruder Olaf Latzel weitergehen soll. Das, was ich weiß oder was man mir im Vertrauen zugetragen hat, das möchte ich jetzt hier nicht breittreten. Ich möchte einfach nur beten und möchte, bevor ich ins Gebet gehe, für Bruder Olaf Latzel eine Begebenheit aus der Heiligen Schrift, den unfehlbaren Wort Gottes lesen, aus Matthäus 8. Und Matthäus 8, Abvers 23. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es stand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Bibeltext, der ist so tröstlich, der gibt uns Kraft, der macht uns deutlich: Jesus Christus, unser Herr und Gott, und ich hoffe doch auch ihr Herr und Gott, steht über den Dingen. Er kann von sich zu Recht sagen: Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn unser Herr Jesus Christus ein Wort spricht, so wird es geschehen. Und aufgrund dieser Tatsache können wir sagen und dürfen wir sagen: Er hat auch unseren Bruder Olaf Latzel in seiner Hand. Er weiß den besten Weg für unseren Olaf, auch für seine Frau und Tochter. Und das wollen wir jetzt im Gebet vor dem Herrn bringen und wollen dem Herrn vertrauen, dass Olaf, der, das wissen wir alle, eine Gabe des Predigens von Gott geschenkt bekommen hat, eine Gabe, den Sünder zur Buße zu rufen, eine Gabe, auch jungen Leuten die Nachfolge Jesu Christi ganz nah ans Herz zu bringen, eine Gabe der Hirtenart. Und das wollen wir auch einfach mal im Gebet bedenken und uns bei dem himmlischen Vater dafür bedanken. Und so möchte ich jetzt mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du den Olaf Latzel, den Bruder Olaf, den wir alle so von ganzem Herzen lieb haben, dass du ihm eine Gabe gegeben hast des Predigens, eine Gabe, dein Wort recht zu teilen, eine Gabe, mit seinem Predigen auf dem Boden der Wahrheit zu stehen. Und dass er Leute einlädt, Herr Jesus Christus, dass du ihm diese Gabe geschenkt hast des Evangelistendaseins, dass er einlädt, dass er zur Buße ruft. Ach, Herr Jesus Christus, wir wünschen uns es so sehr auf der einen Seite, dass er das weiter in St. Martini tun möge, dass die Gemeinde sich zu 100% hinter ihm stellt. Das mögest du doch bewirken. Bewirke du doch, dass die St. Martini-Gemeinde beschließt, wir stehen heute auch weiterhin 100% zu Bruder Olaf Latzel. Dein Wille möge geschehen. Wir wünschen uns das, wir bringen das in der Fürbitte vor dir, aber wir wissen auch, Herr Jesus, dein Wille geschehe, dein Wille ist heilig. Du hast einen guten Weg für Olaf. Das dürfen wir so in deine Hände legen. Wir möchten seine Frau zu dir bringen, möchten dich bitten, dass du sie weiter stärkst in der Gesundheit, an der Seele, auch der Tochter möchten wir auch die Tochter vor dir bringen, Herr Jesus, dass du sie auch gesundheitlich stärkst. Wir möchten dir die ganze St. Martini-Kirchengemeinde bringen. Wir möchten dir danken, dass es so eine Gemeinde, Kirchengemeinde noch in unserem deutschen Vaterland gibt. Wir möchten dir danken, dass du ihnen schon so gute Wortverkündiger geschenkt hast. Wir denken hier an Professor Dr. Dr. Georg Huntemann, den großen Moraltheologe und Ethiker. Ach, Herr Jesus Christus, ja, wie gnadenreich bist du.
Herr Jesus Christus, wir brauchen den Olaf weiterhin. Wir möchten auch in Deutschland die Ruhrpott-Mission weiterhin dein Wort verkündigen von Norden bis zum Süden, dein Wort predigen, das Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz, das ist so wunderbar, es ist so herrlich, es ist das, was uns deutlich macht, dass wir gerechtfertigt sind, weil du unsere Rechtfertigung bist, Herr Jesus. Du hast das bezahlt, was wir verschuldet haben. Auch das wollen wir heute Abend dir im Gebet bringen und einfach recht herzlich danken dafür, dass der Lösebrief da ist und dass der Schuldbrief zerrissen ist. Und du bist unser Lösebrief. Du hast uns freigesprochen, Herr Jesus. Und es gibt noch genug Menschen, die das nicht kennen, die das nicht wissen, die diese Botschaft noch nicht gehört haben, aber auch, Herr Jesus Christus, die Botschaft in ihrem Herzen, gewirkt durch deinen guten Heiligen Geist, noch nicht aufgenommen haben. Und so möchten wir dich bitten, dass du das tust. Tue das, bitte, Herr Jesus. Bitte, bitte, tu du das. Und segne jetzt den Gemeindekonvent. Sei jetzt mit deinem guten Heiligen Geist bei den Geschwistern und tue sie führen und leiten in deiner Wahrheit, dass sie die Entscheidung treffen, Herr Jesus, die kompatibel, ganz klar, kompatibel mit deinem Willen ist und mit der Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. In Jesu Namen. Amen.